Servus und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Breath of the Wild im Master-Modus. Wir befinden uns immer noch, oder laufen gerade aus dem Dorf der Soras raus, um gegen dem Leune zu kämpfen, damit wir ein paar Elektropfeile bekommen, die wir wiederum brauchen, um beim Titan reinzukommen. Deswegen laufen wir jetzt mal hier längs. Ich habe ja schon eingesammelt hier. Sammeln. Finden, sammeln wir ein. In diesem Weg auf jeden Fall, denke ich mal. Wir haben die Zoras-Rüstung, das heißt, wir können auf jeden Fall die. Können wir hochfliegen? Sehr cooles. Kochen sollen. Das machen wir hier noch nicht beim Leune. Machen wir danach, aber bevor wir dann den Titanen, glaube ich, niederstrecken, müssen wir definitiv noch ein paar Rezepte kochen, damit wir da drin haben. Leben haben. Hinten ist der Wasserfall, da müssen wir wahrscheinlich hin. Jetzt mal hin. Wo sind wir, ein Gegner? Warte, ich dachte, ich bin getroffen. Habe ich aber anscheinend nicht. Hochschießen überhaupt? Tschüss. Ärgerlich, denn da hast du eine Truhe runtergefallen, ne? Na gut, wir müssen auf jeden Fall da runter. Los geht's. Geht drauf. Ah, ich dachte, hier wird es noch ein paar Maxi-Trüffel geben. Gibt's anscheinend nicht. Da gibt's einen Fisch. Damit. Wollen uns aufpassen, dass wir noch ein bisschen Ausdauer haben, bevor wir da ankommen am Wasserfall. Jetzt ein bisschen ärgerlich. Nur mit der Rüstung können wir da hochkommen. Sollen wir den Segel aufspannen? Wenn man es kann, da gut sein, dass man irgendwas entdeckt hier. Aber nicht. Ich durchforste trotzdem mal ein bisschen. Na gut, sei es noch Ecken. Wir brauchen können. Wegkaufen. Ein. Gut, gut. Fettkröte, mein Gott, wir finden hier auch nur was von Kröten. Beenden? Ene? Komm mal. Ein Gegner. Eine Kiste. Kiste wollen wir haben. Entdeckt? Drin ist? Jo. Oberschild. Mann. Nervt immer, dass man keinen Platz hat. Ne? Ich muss unbedingt mehr von den Box finden, damit ich das hier mal ein bisschen vergrößern kann. Jo. Hier. Haltbarkeit. Ja, aber dann nachher müssen wir vielleicht darüber zu kommen. Jetzt geht's erstmal weiter zum Leune, damit wir da einfach gehen. Weiter längs. Ja, wir müssen jetzt auf jeden Fall diesen Leune da bekämpfen. Kleine Pfeile bekommen.
Hopp, du blöde Sau. Ein Gegner? Ja, ja, da. Guck mal. Ah, guck mal. Der Orni heute ist fertig. Ein Riese. Ach Mann. Ah. In your face. Oh nein, ah, ich hab die noch. Die nicht. Mit dem Schwert angreifen. Bringt das nichts mehr, wir müssen ihn töten. Dass wir noch so viele Feen dabei haben, immer. Ah. Mal nach und nach eingesammelt. Müssen wir noch mal hin wieder ein paar neue holen. Jetzt sein, aber. Wann? Zukunft. Ich habe so viele Pfeile verschossen jetzt. Ich habe mich so ein bisschen. Warte rum. Was liegt da oben drauf? Da oben abschießen. Holz verdammt auch. Oben. So, der Leune läuft da oben auf dem Berg rum. Da müssen wir jetzt gleich hin. Zu Fuß hochlaufen. Schade, schade, schade. Aber wir können nachher runter sliden mit unserem Schild. Eine Surftour. Schilde. Ich glaube, den Leuten muss man gar nicht besiegen. Ich glaube, man muss immer ausweichen. Den Bäumen.
Pfeile. Wild um sich geschossen. Und ein bisschen wild macht, dass er ein bisschen durch den schießt. Was meine ich nicht. Bin mir aber auch nicht mehr so sicher. Nagelt mich. Hier. In dem Fall. 20 Stück brauchen wir. Nein, hier an den Bäumen sind. Ah, Fälle nehmen auch. Das sind Insekten, die können wir fürs Kochen nachher brauchen. Brauchen. Ich fang schon an, nur einsilbige Sätze zu. Komm mal, mach. Auf, haben. Einer dran. Läuft hier irgendwo rum die ganze Zeit, deswegen muss ich aufpassen. Wer uns einmal erkennt, der ist doof, dann ist er hinter uns her. Genug Pfeile. Nicht so leicht. Weiter hier rumlaufen. Oh. Ei, ei, ei. Hast du einen entdeckt? Er ist wirklich hart. Recht hart zu besiegen. Gerade weil der so viel Leben hat. Also weil man da wirklich einen langen Kampf mit ihm machen muss. Sehr nervig. Alles abgegrast, sollen wir die andere Seite mal abgraben. Aber gerade nicht. Weil wir jetzt haben. 12, okay. Fehlen uns ja noch einige. Einige wenige. Wo wir den Titanen besiegen, besteigen, müssen wir auf jeden Fall uns gleich mal vorbereiten und kochen. Wird das alles nicht. Da hinten ist er. Da unten. Ich nicht sehen. Wir müssen da hinten mal hin, weil da sind die ganzen Pfeile gleich. Darf ich ihn? Also kämpfen tue ich jetzt nicht gegen ihn, das bringt nichts. Habe ich nicht. Alter, du Kasper. Wird. Hört jeden Schritt, ne?
Oh. Nein. Oh. Ich dachte, ich wäre jetzt runtergefallen. Ah, ja, ja, das wäre jetzt ärgerlich gewesen. So, wenn er jetzt mal sich müde fühlt und nicht mehr zu mir hingeht, hier in die Richtung. Geht dann nach oben. Okay. Warten. Viele Pfeile ich jetzt hab. Weiß nicht, ich nehme mal. Es gibt tatsächlich noch ein Pfeil. Wir sehen tatsächlich von. Was noch einer? So, wir haben genug. Hier. War jetzt nicht so schwierig ein. So, er wartet auf uns, aber wir gehen jetzt mal runter in die Stadt und werden ein bisschen kochen. Müssen wir. Denn unvorbereitet, wie gesagt, kann man da nicht reingehen zu denen. Nein. Okay. War jetzt blöd. Das regeln können, aber egal. So, schnell zum Kochtopf dann. War auf jeden Fall was, wo man kochen könnte. Was natürlich sehr gut ist für uns. Holzpfeile. Etage runter. Mutsu. Hey. Jan, hier ist der Fischkämmerlein. Hä, was? Du bist Link von vorne. Oh, ey, Arbeit, Arbeit. Willkommen im Fischkämmerlein. Ja. Achtung für eine Person. Auch nix. Wir müssen kochen. Das machen wir jetzt auch. Also, gucken, was wir da haben. So. Aber noch hier Leckeres. Ja. Ah, Maxi-Trüffel. Nein. Hand.
Und. Perfekt. Da. Ja, auch nicht Pilze. Oder was wir kochen können, ne? Ja, dubiose Matsche. Okay, das ist gut, glaube ich, haben wir genug Nahrung. Jetzt sind wir ja schon wieder so weit, dass wir zu Sidon können, wenn das ein bisschen helfen kann. Juliana. Oh, Juliana kommt doch von weit her, oder? Meine, nichts. Oh, hat mir verboten, mit Fremden zu reden. So, besuchen wir ihn jetzt. Das werdet ihr aber erst beim nächsten Mal sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.